Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein ganz, ganz besonderes, tolles Bastel-Unboxing. Zumindest für mich, für euch weiß ich ja noch nicht. Aber Dani Poise hat vor kurzem wieder die XXL Überraschungspakete rausgebracht. Falls ihr meine Videos vom letzten Jahr gesehen habt, Dani Poise, der Versandshop für Scrapbooking-Artikel, Bastelartikel, hat regelmäßig, also hat im festen Sortiment Überraschungspakete, zum Beispiel im Wert von 50 Euro, kostet dann glaube ich um die 25 und so weiter. Und dann wurde natürlich eine Lagerräumung mal nötig letztes Jahr. Ich meine, das war irgendwann im November oder so, ich weiß es aber nicht mehr genau. Und dann wurden XXL-Pakete gepackt mit Waren im Wert von ca. 150 Euro. Und gekostet hat die Box 49,90 Euro oder 49,95 Euro. Tja, die Boxen sind wieder da. Ich fand die so toll. Ich glaube, ich hatte mir zwei oder drei Mal bestellt letztes Jahr. Und es scheinen sehr viele gewesen zu sein, die zur Verfügung stand. Also die waren eine ganze Weile erhältlich. Und dann habe ich das durch Zufall auf Facebook gesehen, dass es die wieder gibt. Und ja, das fand ich mega, mega toll. Da musste auch gleich eins bestellt werden. Ja, und das möchte ich euch heute zeigen, was da so drin ist. Letztes Jahr waren Klartextstempel drin, jeweils, ich glaube, 4 Sets. Klartextstempel sind quasi die eigene Hausmarke. Die wurden von Dani Poise und ihrem Team entwickelt und gemacht und sind super toll. Und auch dieses Mal sind wieder 4 Stück drin, aber bevor ich noch weiter palaver und ihr nur dieses Paket seht, mache ich das auf und zeige euch mal, was drin ist. Ich habe es mir natürlich schon angeguckt, ich konnte jetzt nicht warten, bis ich irgendwie die Kamera aufstellen kann. Jedenfalls zeige ich euch mal, was drin ist. So, die Kamera steht so ein bisschen doof. Ich filme wieder alles auf den Kopf. So, ja, alles Mögliche seht ihr und das kommt in einer Tütenverpackung. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen unnötig, aber auf der anderen Seite hält es die Sachen zusammen. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Und dann holen wir das mal raus. Und der Karton kommt auf den Boden. Den habe ich übrigens schon meinem Kater versprochen, den Karton. Der lag nämlich gestern beim Auspacken schon drin. Ja, das Paket wurde gepackt von der lieben Claudia. Vielen lieben Dank, Claudia. Ich hoffe, ihr seht auch alles vom Licht her und allem pipapo. Packen wir mal aus, was hier so drin ist. Um es vorwegzunehmen, ich bin schwerst begeistert von diesem Paket. So, hier sind die schönen Sachen. Hier ist alles, was so drin ist. Ein Riesenhaufen Zeug. Wie gesagt, ich habe 49,90 Euro, glaube ich, also knapp Pi mal Daumen 50 Euro bezahlt. Und ich glaube, wir fangen einfach mal mit den Klartext-Stempelsets an. Ich glaube, die sind für alle mit am interessantesten. Alleine mit diesen 4 Sets, wenn man bedenkt, dass diese um die 14 Euro noch was, also aufgerundet 15 Euro das Stück kosten, haben wir hier schon Warenwert von 60 Euro in der Hand. Ist doch schon mal super, ne? So, wir haben hier einmal ein Weihnachtsset. Leider stehen da irgendwie nie Namen drauf. Ich weiß nicht, ob die nummeriert sind, aber es fände ich halt schön, wenn die auch Namen hätten. Die stehen zumindest auf der Homepage. Das ist jetzt ein Wunschzettel-Weihnachtsstempelset. Und das finde ich halt ganz toll, dass auch die weihnachtlichen Sachen vom letzten Jahr quasi drin sind. Weil, also ich persönlich brauche jetzt nicht unbedingt das neueste, aktuellste. Weihnachten kommt jedes Jahr wieder, also dann kann ich auch die Sachen vom letzten Jahr verwenden. Finde ich super toll. Ich muss mal gucken, diese Geschenke sind sogar ein großer Stempel, so wie es aussieht. Finde ich total cool. Sehr schön. Dann haben wir hier eines Piepshow. Ich glaube, das heißt sogar Piepshow. Das Lustige ist, dieses Set, da habe ich immer wieder überlegt, ob ich es mir hole. Dani Poise hat hin und wieder so Aktionen, wo es für 9,99 Euro oder so diese Sets gibt. Und dann hole ich mir immer mal so ein, zwei dazu. Und da habe ich aber immer gedacht, nee, brauche ich jetzt nicht so wirklich. Und jetzt habe ich es und ich freue mich. Das ist halt mega süß. Piepshow, liebe Grüße, schöne Weihnachten. Lustig, lustig, tralalala steht da. Und ich denke, ich werde im Oktober anfangen, Weihnachtskarten zu machen. Ich weiß, die meisten machen das wahrscheinlich jetzt schon. Ich sehe zumindest schon die ersten auf Facebook rumschwirren. Aber ich finde, ab Oktober finde ich es passender, dass ich dann schon Karten mache. Dann ein Geburtstagsstempelset mit Happy Birthday, Zahlen, Cupcakes, ganz, ganz toll. Die Zahlen finde ich besonders schön. Die sind auch groß genug, dass man sie ausschneiden kann mit Fussy Cutting, also ganz toll.
Und dann haben wir hier nochmal ein winterliches, das ist nicht unbedingt auf Weihnachten, aber so eher winterlich. Zum Beispiel, wenn man jemanden kennt, der einen Geburtstag im Winter feiert oder so. Oder einfach mal so für zwischendurch, finde ich das ganz süß. Und das ist mega niedlich und ich bin so total verliebt in diese Eule. Sehr schön. Also haben wir hier schon mal 4 Klartext-Stempelsets. Und dann war noch was drin, womit ich mal geliebäugelt habe, zumindest so von der Art her. Und zwar ist das ein Smashbook. Smashbooks sind sowas in die Richtung wie kleine Scrapbook-Büchlein. Es gibt auch Journaling-Karten dazu, die man da reingeben kann. Und das Lustige ist, die Seiten von so einem Smashbook sind schon Motivpapiere, die hier drin sind. Hier, das ist jetzt eine richtig coole Sache. Das ist ein 3D-Smashbook. Hier sind hinten drin, Moment, ich muss mal gucken, hier hinten ist eine 3D-Brille. Und die ganzen Motive sind 3D-mäßig. Also dann kann man mal gucken. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Werde ich mal schauen. Die Idee an und für sich finde ich ganz witzig. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das auch wirklich so anwenden werde oder einfach gewisse Bilder, wie zum Beispiel, also die meisten sind ja super, die kann man ja so verwenden, auch ohne die Brille. Aber zum Beispiel so das Huhn, da war irgendwie so ein Huhn. Das fand ich ein bisschen zu dolle 3D-mäßig. Oder hier diese Maschine hier, die kann man so ein bisschen überkleben. Aber von der Idee her cool. Und da ist auch ein Stift dabei, der gleichzeitig Stift und Kleber ist. Flüssigkleber, glaube ich, so wie ich es verstanden habe. Fand ich eine richtig coole Idee. Ich kenne jetzt die Originalpreise ehrlich gesagt nicht. Ich kann jetzt nur schätzen bei vielen Sachen. Wie gesagt, hier bei dem, ich glaube, unter 10 Euro ist das nicht zu haben. Hier ist auch kein Preis drauf. Aber ja, muss man halt mal gucken. Also ganz cool, kann ich auf jeden Fall benutzen. Dann ist hier ein Papierblock drin, Happy Place von American Crafts. Da werde ich mal durchflippen und dann werde ich das ein bisschen schneller machen, sodass wir einen Schnelldurchlauf haben. Oh, das ist schön. So, das war das Flip-Through von diesem Blöckchen. Was ich überhaupt nicht irgendwie gerafft habe, ist, dass es tatsächlich keine Wiederholungen gibt. 36 Papiere, 36 Designs. Das finde ich ja cool. Das ist richtig, richtig gut. Sind auch sehr, sehr schöne Motive dabei. Gefällt mir wunderbar. Preis, keine Ahnung, wird aber auch nicht so günstig gewesen sein. Dann haben wir hier ganz große Dealizzi Riesenbüroklammern mit Holzmotiven drauf. Gebe ich zu, die Holzmotive sind nicht so ganz meins, aber ich denke, was ich machen werde, im Moment bastel ich unglaublich leidenschaftlich gerne Krepppapierrosetten, dass ich die Holzteile damit ersetzen werde und dann eine wunderbare Deko habe. Also super schön von American Crafts. Und dann haben wir Riesenpailletten von DIY Shop in Gold. Sehr schön, die gehen immer fürs Kartenmachen. Dann haben wir auch von DIY Shop, Entschuldigung, hier war jetzt gerade Katzenhaar so ein bisschen, ist halt egal, wie viel man sauber macht, ne? Haben wir Pushpins, 12 Stück, die hebe ich mal hoch, so. Da weiß ich noch nicht, wo ich die verwenden kann, aber ich möchte sie auf jeden Fall erstmal wegtun. Also ich habe jetzt keine Korkwand oder so, wo ich die verwenden könnte. Da gucke ich mal, weil die gefallen mir sehr gut. Aber ich muss halt wirklich gucken, ob ich da mal... Das sind so kleine Schleifchen. Ich packe die jetzt mal nicht raus, aber da sieht man leider nur die Rückseite davon. Hier sieht man vielleicht so ein bisschen... Ach, ich weiß es nicht. Das ist vom Winkel her von der Kamera so doof. Jedenfalls sind das wunderschöne Schleifchen. Dann haben wir hier Kaisercraft Captured Moments Pineapple Crunch Journaling Cards. Und zwar 30 Stück. Da werde ich jetzt kein großes Flip-Through machen. Die sind halt alle so ein bisschen in diesem gedämpften Retro-Look.
zum Draufschreiben, geblümt. Dann zum Beispiel You Are My Sunshine. Also die haben alle so ein bisschen diesen, ich würde jetzt mal sagen, 60er, 70er Jahre Schick, sag ich jetzt mal. Also da sind die meisten ganz toll. Also so Journaling-Karten verwende ich auf Geburtstagskarten. Und die haben jetzt sogar die wunderbare, perfekte Größe dafür. Zum Beispiel, das finde ich sehr hübsch, mit dem Doily-Bild. Ja, genau. Also sind, wie gesagt, wie viel sind das? 15 Karten sind das, genau. Insgesamt 30, aber 15 verschiedene Motive. Dann haben wir von Snap Planner von Carpe Diem, haben wir Planer-Sticker. Die hebe ich mir auf, die werde ich für nächstes Jahr wahrscheinlich benutzen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mir wieder einen quasi Kalender selber bastel, wie ich es für dieses Jahr gemacht habe und dann verwende. Die tue ich erstmal weg. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die tatsächlich benutzen werde, weil ich jetzt mir nie wirklich die Zeit nehme, mich mal lang mit meinem Planer hinzusetzen und den zu dekorieren. Aber auf jeden Fall ist das eine coole Sache, gibt viele verschiedene Motive davon. Ist eine super Sache. Dann haben wir hier auch Rosetten aus Papier. 6 Stück. Schneeflocken-Rosetten sind das. Die sind wunderbar für Weihnachtskarten oder Winterkarten. Die werde ich da auf jeden Fall für verwenden. Dann haben wir hier von Heidi Swap Glitzer-Sticker. 18 Stück. Da muss ich gucken, wo ich die benutze. Ich bin jetzt nicht so der riesen Glitzer-Sticker-Benutzer. Da schaue ich einfach mal. Kann auch sein, dass ich die abgebe. Ich packe die jetzt mal hier auf die linke Seite zu den Sachen, die ich wahrscheinlich nicht behalten werde, aber das wird nicht viel sein. Und hier, das werde ich ja abwandeln, das bleibt dann auf der rechten Seite. Hier habe ich mich mega gefreut. Richtig cool von Thickers. Thickers, da möchte ich irgendwie mal genauso Wortsticker mir mal ansammeln, aber oft finde ich nicht das Richtige und das, was mir gefällt, ist meistens ausverkauft oder zu teuer, wie auch immer, und bei den Sales sind die schnell weg und das finde ich halt mega cool. Das nennt sich Girl Power. Das ist halt schön für Journaling, wenn man Fotos von sich mit seiner Schwester zum Beispiel oder Freundinnen ein bisschen dekorieren will. Wild Child, Girl Power, Happy Heart, Superfly, also das ist, glaube ich, mein Lieblingssticker, den werde ich auf jeden Fall verwenden, weil meine Schwester mich im Oktober besuchen kommt und um das zu dokumentieren, wird der auf jeden Fall benutzt. Und auf der anderen Seite haben wir das auch. Viele, viele schöne Wortsticker, ganz, ganz toll. Hier haben wir auch was an und für sich schön ist, aber eigentlich nicht so ganz mein Fall. Das ist von Kaiser Craft ein Coloring Book, also ein Malbuch. Der Stil hiervon, also es ist, ist gute Qualität, super, also die Motive an und für sich sind recht schön. Leider ist das nicht so ganz mein Geschmack, dieses super verschnörkelte hier zum Beispiel. Das hätte ich mir ein bisschen simpler gewünscht oder hätte es simpler schön gefunden. Also hier denke ich, dass ich das abgebe und sich da jemand anders drüber freut. Aber es ist auf jeden Fall eine total geile Sache, dass das hier drin ist. Ist eine super Idee. Dann haben wir hier, kommen wir jetzt zu den großen Motivpapieren. Hier haben wir von Dear Lizzie ein Die-Cut Cardstock. Das ist halt ein sehr großer, ein sehr großes 30x30 Blatt Papier mit Blümchen und hinten drauf, also es ist, sieht sehr fest aus. Da kann man bestimmt so einzelne Teile von ausschneiden für auf Karten. Das Problem, was ich immer habe bei solchen, ich finde diese Scrapbook-Papiere mit Formen, wie zum Beispiel die hier, finde ich super toll. Das Problem, was ich habe, ist, ich mache eher Karten oder mein Scrapbook ist halt ein modifiziertes Magazin. Ich glaube, das habe ich mal gezeigt. Und da kann ich die nur begrenzt verwenden. Aber das hier zum Beispiel kann ich jetzt wunderbar auseinanderschneiden. Finde ich gut, wird behalten. Dann haben wir hier ein goldfoliertes Papier. Das ist von Recollections. Hellgelb mit goldfoliierten Punkten. Ganz, ganz toll. Wird auch, glaube ich, zur Weihnachtszeit verwendet. Ich glaube, da passt das wunderbar rein. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight. Anstatt nämlich einfach nur eine Bagage an Einzelpapieren reinzuklatschen, wurden 2 komplette Paper Packs reingepackt. Und eins davon stelle ich mir nicht mal so günstig vor. Das hier zum Beispiel ist jetzt das kleinere von beiden von Kaiser Craft. Das heißt Shine Bright. Ist vom Farbschema her leider nicht so meins. Vom Prinzip her aber eine richtig geniale Sache. Ich werde jetzt nicht, das hier werde ich jetzt nicht rausholen. Das ist halt dieses Gelb- und Schwarz-Schema. Hier sind die einzelnen Motive. Ich denke, das werde ich abgeben.
Da freut sich dann bestimmt jemand anders drüber. Das hier werde ich aber auf jeden Fall behalten. Und hier, das werde ich auch auspacken. Und zwar ist das Five and Dime Collection Kit. Und ich sage euch mal, was so drin ist. Ihr könnt es ja schon hier so ungefähr sehen. 16 doppelseitige Papiere, Scrapbook-Papiere, 2 Seiten mit Die-Cut Papier, also was man ausschneiden kann, eine Seite mit Stickern, eine Seite mit Cardstock-Alphabet-Stickern, eine Seite Cardstock-Wort-Sticker und eine Seite Cardstock-Label-Sticker. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Also wir sehen ja hier schon die Cardstock-Sticker. Shape-Stickers sind das, steht da unten drauf. Und so, also vom Stil her ist das auch voll meins. Also ich mag ja, ich bin ja so ein bisschen komisch, was das angeht. Ich mag auf der einen Seite so Zeug wie Doodlebug, dieses mega kitschige. Auf der anderen Seite mag ich auch so 50s-Style, Pin-Up-Style, Rockabilly-Style-Sachen. Und ich mag halt so Retro-Sachen, bis zu einem gewissen Grad. Und das hier gefällt mir schon mal total gut. Zum Beispiel hier diese Bonbon-Maschine ist toll. Dann haben wir hier noch eine alte Limo-Flasche, ein Xylophon. Wie geil ist das denn? Eine alte Telefondrehscheibe. So, wer, Kinders, wer kennt noch von Omas Zeiten oder vielleicht auch von sich zu Hause Telefone mit Drehscheiben? Die Kinder heute haben gar keine Ahnung. Die würden gar nicht wissen, wie sowas funktioniert. Ich kenne das noch. Also, wir sind die aussterbende Generation, die noch kennen. Das finde ich halt total genial. So, dann haben wir hier einmal das. Dann haben wir hier die Buchstabensticker. Auch sehr cool. Was ich halt nur so lustig finde, wenn ich mir das so angucke, die sehen so ein bisschen aus, als könnte man damit Verbrecherbrief halt. Wisst ihr, wie wenn man irgendwie was fordert, so gib mir 1 Million Euro und euer Pudel wird wieder nach Hause kommen oder so. Wenn ich mir die so angucke, könnte man einfach aus Keck genau so einen Brief machen. Kommt dann mein komischer Humor durch. So, dann haben wir die Seite mit den Labels, Wortstickern. Genau, mit den Wortstickern. Da sind auch ganz viele Tabs und hier so kleine für so Sentiments. Ist sehr nice, passt auch farblich vom Schema her wunderbar. Und dann haben wir hier auch noch die Labelsticker. Sehr hübsch mit dem Fahrrad. Also es ist ja wunderbar alles aufeinander abgestimmt. Sehr schön. Und hier sind wir schon bei meiner Lieblingsseite. Also das werde ich jetzt langsam durchblättern. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ich muss das einfach immer kommentieren, weil ich liebe genau solche, diese alten Annoncen. Sowas finde ich so schön. Also ich würde ja so ein Highlight haben, wenn ich alte Magazine mit genau sowas irgendwie mal im Sperrmüll finden würde. Ich bin ja so ein Sperrmüllwander-Fan. Und ich habe, glaube ich, Schnittmuster mal gefunden aus dieser Zeit. Und die will ich noch verbasteln. Finde ich optisch halt total schön. Ne? Auf der Rückseite haben wir dann hier so ein Muster, was ich jetzt nicht unbedingt bräuchte. Und es sind jeweils zwei, es ist jeweils zweimal vorhanden. Also haben wir eine vordere Seite und einmal Rückseite. Sehr hübsch. Also ich finde die Pünktchen toll. Das ist auch hübsch. Dann haben wir hier schöne Streifen und die Zahlen. Sehr schön. Das sieht so ein bisschen aus, ja. Das passt wunderbar. Aber hier bin ich mehr so der Fan von dieser Streifenseite. Dann haben wir Sternchen. Und oh, das ist schön. Das ist schön. So Tafeloptik. Restaurant-Tafeloptik, sehr schön. Was steht denn da so alles? Medium House, Hairbrushes. Ach, das ist wie von Geschäften. Spielzeugladen, Restaurant, Kunstladen, Fahrradladen. Super, also richtig, richtig schön. Wie so Werbetafeln. Ganz toll. Das ist süß, oh mein Gott. Das Witzige ist, ich glaube, meine Tante hatte mit dieser Art von... Das waren damals quasi Aufkleber oder... Stickerbildchen, ich weiß nicht mehr, wie man die nannte. Jetzt habe ich das durcheinander gebracht. Genau, die schneidet, also sowas kann man ausschneiden und dann kann man das aufstellen, so als Spiel. Das ist ja cool. Womit ich das verwechselt habe, sind diese Ausstandsaufkleberchen halt, ne, die man hinten drauf mit, die man irgendwie von hinten mit der Spucke nass machen kann, wie bei Briefmarken und die so ausgestanzte Form sind. Aber das hier, gut, das ist nicht mehr so meine Generation, das ist eher so die ältere Generation und aber total schön. Und dann haben wir Pünktchen, wunderbar. Dann haben wir hier so ein Ledger, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, so ein Dokument,
so ein ja, tabellarisches Dokument, das nennt man Ledgers. In sowas wurde halt früher eingetragen, in den Geschäften, wer was und wie viel gekauft hat, für welchen Preis oder wie viele Einwohner eine Stadt hat oder wer wann geboren wurde. Also solche Seiten wurden für sowas zum Dokumentieren benutzt, heißen halt auf Englisch Ledgers. So, sehr schön, ein Stickmuster, was ich jetzt nicht bräuchte. Sowas finde ich auch mal toll für zum Ausschneiden und Dokumentieren in diesen selbstgemachten Scrapbooks. Sehr schön. Dann haben wir hier auch wieder Pünktchen. Pünktchen gehen ja immer bei mir. Und das finde ich halt auch mega süß. Das ist schön für so Kinderkarten zu machen. Oh, Raggedy Ann haben wir hier. Gott, ich finde diese alten Telefone so schön. Also sowas finde ich halt total schön. Irgendwie klinge ich jetzt älter, als ich tatsächlich bin. Aber ich kenne halt, auch wenn das die vorangehende Generation meiner Eltern eher so ist, von dem Style her, kenne ich die Sachen halt alle noch. So, und dann haben wir hier zum Schluss nochmal, oh, das ist schön, das ist wieder so ein Papier mit einer speziellen Form, wo ich eben schon gesagt habe, das ist ein bisschen schwierig für mich, da ich ja Karten mache und keine so ganzen Seiten benutze, aber ich denke mal, das werde ich vierteln und dann auf meine quadratischen Karten machen, so als Highlight-Hintergrund. Also da werde ich bestimmt gleich mal eine Karte mitmachen. Und dann haben wir hier schon die Rückseite, auf der die ganzen Motive zu sehen sind. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon, was hier alles in dieser Box drin ist. Also ich denke mal, der Wert von 150 Euro wurde hier locker überschritten. Das sind jetzt alle Sachen, die ich wirklich auch benutzen werde, kann und möchte, die mir super gut gefallen. Und es sind genau drei Sachen drin, der gelb-schwarze, das Papierset in gelb-schwarz von Kaisercraft, das Malbuch und die Glitzersticker, die jetzt nicht so meins sind und die ich abgeben werde. Und ich muss ehrlich sagen, liebe Dani, liebes Team von der Dani, es ist so toll. Ich bin so begeistert von diesem Set. Und ich werde auch, sobald ich wieder Budget habe, weil das kam jetzt zu einer Zeit raus, wo ich eigentlich mein Bastel- und Kerzenbudget, ich mag ja auch noch Duftkerzen gerne, so ein bisschen schon ausgeschöpft hatte. Hier konnte ich nicht Nein sagen, aber ich hoffe, sofern noch verfügbar, dass ich dann auf jeden Fall nächsten Monat mir nochmal mindestens ein Set hole, weil die sind so toll. Also wirklich, wirklich schön. Ich habe natürlich jetzt wieder eine Menge Sachen, wo ich Platz finden muss. Ich habe ja schon so viel, aber das wird sich schon finden und vieles davon werde ich halt zu Weihnachten schon verwurschteln. Vom Preis her, von den Wertsachen, hier haben wir schon 60 Euro. Ich schätze mal dieses Papierset auch auf locker über 15 Euro, schätze ich jetzt einfach mal so. Ich kenne die Preise, wie gesagt, nicht. Also ich schon alleine hier wahrscheinlich 2, 3 Euro. Das Blöckchen, denke ich, ist auch so um die 10 Euro rum. Ach, ich weiß es nicht. Bevor ich hier noch weiter rate und einfach keine Ahnung habe, verabschiede ich mich von euch. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr euch überlegt, so ein Set zu kaufen, ich kann es euch wärmstens empfehlen. Natürlich werdet ihr wahrscheinlich ein komplett anderes Set haben. Also ich muss sagen, die Mischungen sind wirklich, wirklich gut. Ich hatte, glaube ich, letztes Jahr bei den Sets, die ich geholt habe, nicht wirklich viele Wiederholungen. Nur, glaube ich, bei den Stempelsets hatte ich 2 doppelt. Das war es aber, glaube ich, auch schon. Und alles andere hat sich jetzt nicht wirklich so dolle wiederholt. Also wenn das so läuft wie letztes Jahr, wird das auf jeden Fall Bombe. Super. Kaufempfehlung von mir auf jeden Fall. Das sind sehr gut investierte 50 Euro. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und ja, bis dann. Tschüss.